So, ich bin wieder zurück und ja, wie man sieht, bin ich erstmal nicht mehr in Dänemark und zweitens auch nicht mehr im Online-Modus. Der Grund dafür ist ein Update, den es gestern war es, glaube ich, bei dem M Multiplayer, also Trackers MP gegeben hat, durch den ist der Pro-Mod-Server aktuell nicht verfügbar. Hoffe ich zumindest, dass es vorübergehend ist. Ja, das Problem ist halt, dass ich. Ja, und durch das Update wurde halt mein aktueller Auftrag halt beendet oder abgebrochen und ich wurde zurück nach Dresden geschickt. Ja, das ist echt Mist. Schade, denn gerade ja. Ich habe ja gerade den Multiplayer gewählt, weil man da ja sich selbst Aufträge erstellen kann. Ich wollte ja dann später von hier oben, von Bolungarvik. Aussprache ist jetzt mal zu verzeihen. Nach Batumi wollte ich dann mal fahren. Die Strecke. Aber ja. Deswegen war ich auch auf dem Weg nach Hirtshals. Hals, ja. Aber jetzt wurde es halt wieder zurückgesetzt. Ich könnte mich theoretisch, ja, mit der Schnellreise könnte ich nach Hamburg. Ich habe Norwegen. Seit wann war ich in Oslo? Wann war ich in St. Petersburg? Hä? Warschau war ich doch auch nicht. Ach. Bari. Ich habe hier Städte frei, in denen ich gar nicht war, wo ich hinreisen könnte. Hier, Madrid. Ach, was weiß ich. Hat vielleicht irgendwas mit dem Spieldings da zu tun. Aber ich reise jetzt halt nach Hamburg und dann werde ich mal zusehen, dass ich wieder in Richtung Norden, Richtung Hirtshals komme und dann noch Richtung Island. Was aber bedeutet, dass ich jetzt die Strecke von Hamburg hoch nach, also hoch in den Norden, nochmal fahren muss. Ja gut, ich werde bestimmt einige Strecken ein paar Mal hin und her fahren, obwohl ich jetzt nicht gerade erwartet habe, dass ich das dieselbe Strecke in zwei Folgen hintereinander fahren muss. Da ich aber gerade mal hier stehe. Ich stehe erstmal reparieren und gleich mal hier kurz reingucken. Okay. Den nehme ich mal und den hier. Wegen dem Retarder. Der sorgt dafür, dass ich bei Gefälle nicht so viel Geschwindigkeit aufbaue, wenn ich mit Tempomat fahre. Hier mache ich jetzt erstmal noch nichts, also äußerlich, das lasse ich jetzt erstmal noch. Ich werde erstmal zusehen, dass ich sehr viel Geld zusammenbekomme. Also ich stecke das Geld jetzt erstmal in meine Firma und nicht in den LKW, den ich fahre. Höchstens für die Wartung, mehr nicht. Okay, jetzt bin ich in Hamburg. Schauen wir doch mal, was gibt es denn hier? Ja, geht schon in die richtige Richtung. Stehe ich noch kurz um. Nee, nee. Auch nicht. Nicht. Der ist gut. Wobei ich auch diesen mobilen Kran fahren kann. Es dürfte relativ schnell gehen. Und es geht auch in die richtige Richtung. Außerdem ist das eine kurze Fahrt, die dürfte ich sogar in dieser Folge schaffen. Jetzt muss ich nur aufpassen, denn jetzt habe ich ja KI-Straßenverkehr. Da muss ich jetzt auch immer nach links und rechts gucken. Das ist auch ein Grund, warum ich den Online-Modus gewählt hatte, weil man da das unten im Navi sieht.
Unten rechts. Jetzt sieht. Also da hat man halt die blauen Punkte gesehen und jetzt muss man halt gucken. Kommt da was? Sieht nicht so aus. So. Jetzt muss ich ein bisschen aufmerksamer durch die Gegend fahren. Die ist grün, die Ampel. Ja. Die ist rot. Bremse ich mal. Der hält an, es müsste gleich grün werden. Also. Ist auch so ein Vorteil, ohne Anhänger komme ich relativ schnell in die Gänge mit meinem LKW. Was? Ach, scheiße. Stimmt, hier ist ja auch die Polizei unterwegs. Stimmt, es ist schon fast 20 Uhr. Da hätte ich wirklich das Licht anschalten müssen. Sonst werde ich ja normalerweise immer unten links darauf hingewiesen, weil ich dann ansonsten sogar vom Server gekickt werde. Da merke ich das schneller, dass ich kein Licht an habe, aber jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Ja, gut, kann auch mal passieren. Hab das zwar nicht gerade in den ersten 10 Minuten jetzt im neuen Video erwartet, aber egal. Ja, die wird gelb, aber ist ja nicht so tragisch. Das reicht. Ich muss ja auch die Ampel noch sehen können. Oh, die Polizei. Ich habe Sorge, da ist durch die Bäume, dass ich an denen irgendwie hängen bleiben könnte. Aber anscheinend ist es nicht so. Ich bin mir nicht sicher, aber hatte ich nicht hier sogar meinen Auftrag, den ich von hier nach Hirtshals genommen hatte? Was ging der nicht von hier? Naja. Ich glaube, den hatte ich selbst erstellt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Naja, ich werde jetzt, also diese und vermutlich noch die nächste Folge, also mindestens die nächste Folge werden jetzt erstmal im Einzelspielermodus sein. Und ich werde jetzt erstmal immer mal wieder die Tage gucken, ob man im Multiplayer wieder auf diesem Pro-Mod-Server kann, mit dem ich aktuell auch spiele. Sobald er wieder verfügbar ist, werde ich dann wieder in den Multiplayer wechseln. Ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert. Ja, da kommt zwar einer, aber der ist noch ein bisschen weg. Oh. Stand wohl ein bisschen zu weit rechts. Ich schaue immer ein bisschen in den rechten Rückspiegel, wenn ich jetzt um die Kurve fahre. Also jetzt in der rechten Kurve. Bei der linken natürlich in den linken Rückspiegel. Außenspiegel, wie man es jetzt nennen will. Ob ich auch wirklich so mit dem Anhänger um die Kurven komme, denn der ist ja auch ein bisschen länger tatsächlich als normaler.
Na, wegen den Bäumen bleibe ich mal noch rechts. Ich lasse das Auto noch vorbei. Jetzt komme ich rüber. Hier auf die rechte wechseln. Man merkt schon, das ist schon ein ganz schöner Gegensatz zu dem, als ich gerade ohne Anhänger unterwegs war. Dass mein LKW hier ganz schön Probleme hat, in die Gänge zu kommen. Rüber wechsle ich jetzt schon, weil ich nachher dann gleich auf die Autobahn muss. Achtzig dürfte ich hier eigentlich fahren, aber ich schaffe nicht mal mehr. Das ist von 43 kam ich hoch, 55, 56, 57, rote Ampel. Gelbe Ampel, grüne Ampel. Warte ich doch, bis der LKW weg ist. Der biegt ab. Hat er überhaupt geblinkt? War ich überhaupt richtig? Ja. So. Ach, mir ist scheiß warm. Aber kein Wunder, wie viel Grad 26 habe ich hier drin. Raumtemperatur. Ist echt ganz schön warm. Aber was für eine Überraschung, es ist ja jetzt schon seit einer Weile relativ warm. 80. Ziehe ich noch weiter rüber. Das war jetzt etwas unerwartet. Oh, der Wagen, wie weit er aufgefahren ist. Schon komisch, 80 ist erlaubt. Ich fahre nicht mal 80, aber ich ziehe trotzdem an allen vorbei. Okay, ich habe das Gefühl, jetzt sind sie langsam in die Gänge gekommen, die anderen LKWs. Schleswig-Holstein. Wohin ging das? Das ging doch nach Flensburg. Ich kann eigentlich gleich hier bleiben, wenn ich das gerade mal so auf der Karte unten sehe. Auf dem Navi. Ich eigentlich hier auf dem mittleren erstmal kurz bleiben. Ein Glück, der biegt ab. Mist, ich hätte auch abbiegen müssen. Ganz toll. Drehe ich jetzt eine Ehrenrunde. Wo geht's genau hin? Bis zum Hafen. Ah, ganz toll. Habe ich echt was verkackt jetzt? Ja gut, dann nehme ich eben die Strecke noch mit. Mal sehen, vielleicht schalte ich dann diesen Ort da frei und kann dann per Schnellreise nach Burg auf Fehmarn fahren. Mal sehen. Aber das war jetzt eigentlich nicht geplant. Ich habe nur nicht aufgepasst. Naja, mit meiner nächsten Pause könnte das vielleicht ein bisschen knapp werden. Und erwartet wird das gleich. So, könnte schon ein bisschen knapp werden jetzt. Weil ich falsch gefahren bin. Oh, da ist ja jemand von hinten. Ich glaube, ich habe mir jetzt schon so viel in diesem Video geleistet, wie es überhaupt nur geht. Ich bin jetzt falsch gefahren. Hab einen Strafzettel gekriegt. Theoretisch könnte ich tatsächlich auch 5 km/h schneller fahren. Weil das Spiel tatsächlich so wie in echt eine gewisse Toleranz hat, was Geschwindigkeitsverstöße angeht.
Also ich könnte noch 85 fahren und bei 80 halt erlaubten und ich würde keine Strafen bekommen. Sollte jedenfalls aus meiner Erfahrung. Aber ich lasse es mal lieber. Ich hoffe, dass ich das in Zukunft nicht nochmal schaffe, aus Versehen falsch zu fahren. Und wie gesagt, ich nehme halt so hoffentlich noch diese Stadt mit. Habe ich die auch frei für Schnellreise? Und dann fahre ich eben weiter nach Flensburg. Ich konnte da jetzt, wie gesagt, auch nicht wenden, weil ich ansonsten vielleicht eine Beschädigung an der Ware riskiert hätte. Konnte ich das jetzt nicht so einfach da machen? Ist erlaubt. Steht hier Parkverbot, ja, was sonst? Oder Halteverbot war das. Ja, ich habe schon ein bisschen Probleme in die Gänge zu kommen, aber das liegt halt daran, weil der Kran natürlich ein bisschen schwerer ist als normale Fracht. Wie viel wiegt der? 36 Tonnen. Normal sind manchmal bei normalen Anhängern sind so 20 Tonnen üblich. Ich werde hier niemals mit 80 in die Ausfahrt reinfahren. Ich bleibe bei 60. Sicher links, wie der fährt. Kommt nichts gut. Den Ort war jetzt anscheinend nicht. Also war nicht nah genug dran, um den halt als ersten Aufenthalt zu bekommen. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Irgendwann später werde ich ja bestimmt noch hier ankommen. Ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich meinen. Ups. Falsche Taste. So, ja. Ich werde jetzt erstmal dafür sorgen, dass ich meinen Auftrag hier zeitlich auch abschließe. Rechtzeitig. Was die Pausenzeit angeht, die ist tatsächlich ein bisschen, also das wird sehr knapp. Einen Stau könnte ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Oder noch ein Umweg, den ich aufgrund von einem Feuerwehreinsatz fahren muss. Die gibt es ja hier auch in dem Spiel. Obwohl ich nicht weiß, ob es die jetzt auf dieser Karte hier gibt. Was? Achso, das war der Zug. Der Retard hat aber auch ganz schön zu kämpfen bei einem 36-Tonnen-Kran. Island wird dann lustig, wenn ich da mal bin. Ich bin da schon zweimal drüber gefahren und ich habe ungefähr jeweils eine Stunde gebraucht. Das heißt also, alleine zwei Folgen werden dafür draufgehen, um über Island drüber zu fahren. Die Strecke, die ich da jetzt bisher immer gefahren bin. Zu diesem nördlichsten Ort auf der Karte. Ich hoffe, ich kriege mit dem nächsten Stufenaufstieg einen besseren Motor. Den benötige ich auf jeden Fall. Jedenfalls für schwerere Frachten. Wie man merkt, ich komme
Nicht mal auf 65 aktuell. Okay, also ich bin jetzt schon mal falsch gefahren. Mal sehen, vielleicht schaffe ich sogar mal eine grüne Ampel anzuhalten. Bin ich nicht schon mal falsch gefahren? Weiß ich jetzt nicht mehr, ob ich in den vergangenen Folgen schon mal falsch gefahren bin, aber jetzt bin ich es auf jeden Fall. Dadurch kann es sein, dass ich den Auftrag ganz knapp noch abschließen kann, rechtzeitig. Nur weil ich diese extra Runde jetzt drehen musste. Weil ich das nicht gesehen habe. Oder zu spät zumindest. Jetzt mal ein Stück trinken. Muss ich aber rechts. So. Jetzt kommt wieder dieses Autobahnkreuz. Dieses Mal fahre ich richtig. Hoffentlich. So, hier muss ich runter. Ich noch mal hier rein. So. Ja, sollte noch zu schaffen sein, glaube ich. Von der Zeit her oder ganz knapp. Also, ich werde den Auftrag anscheinend ganz knapp bis zu meiner nächsten Pause, die ich benötige, abschließen. Wodurch da auch nicht zu spät kommen durfte. Und dann dürfte ich auch noch den Auftrag ganz knapp vielleicht noch bis zum Ende dieser Folge erledigt bekommen. Oh, wieder 60. Hier könnte ich theoretisch pennen. Obwohl. Ja, könnte schon sein. Ah, Stadtgebiet. Nee, hier muss ich ja noch nicht abbiegen. Aber zu viele rote Ampeln könnte ich mir jetzt von der Zeit her auch nicht leisten. Deswegen bin ich froh, dass die dort vorne gerade grün geworden ist. Oh, Volvo-Händler. Der anscheinend nicht wirklich zum Spiel gehört. Das wird lustig, jetzt hier hochzufahren mit dem Kran. 30, 29, 28, 27. Ich werde immer langsamer, wo ich Gas gebe. Jetzt werde ich wieder schneller. Ich fahre hier mit 50 über die Autobahn. Ich habe mal 610 Kilometer mit meinem LKW gemacht. Ja, doch, kommt hin. In der dritten Folge habe ich den gekauft, glaube ich, dass es die dritte Folge war, oder in der vierten. Nachdem ich dann aus Versehen ja nochmal einen Auftrag angenommen hatte. Den musste ich dann halt fahren, bevor ich dann meinen ersten eigenen LKW kaufen konnte. Wo ich den eigentlich schon direkt an der ersten...
direkt zum Anfang der dritten oder vierten Folge schon kaufen konnte. Ich habe dummerweise vergessen, dass ich das zum Anfang der jeweiligen Folge machen wollte. So, jetzt muss ich mal gucken. Ah, da vorne steht zum Beispiel schon wieder die Polizei. Bin ich hier richtig? Nicht. Ich bin hier nicht richtig. Aber hier bin ich richtig. Ich gehe mal 50 runter. 40 muss ich sogar machen. Wieder schneller. Autobahnkreuz Kiel West. So, da geht's jetzt erstmal schön weiter hier. Ja, ich bin hier richtig. Wenn man das Straßensystem aus dem Originalspiel so sehr gewöhnt ist, da kann das schon halt passieren, dass man mal falsch fährt oder ganz woanders landet. Ich wollte gerade, also habe gerade überlegt, ob ich nicht rechts rüberfahren sollte, aber doch nicht nötig. So langsam wie der fährt. Ja, mein Typ geht schon, also ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Hier sieht man ja, solche Polizeieinsätze, die können halt auch die Autobahnabfahrten sperren. Und das ist dann ein Problem für mich, weil ich da dann halt tatsächlich eine extra Runde drehen muss. Nee, ich bleib hinter dem. Obwohl doch nicht. Zur Sicherheit bleibe ich mal nicht hinter dem, weil ich dem, wenn der bremsen sollte, da hinten drauf krache. Ich weiß schon, dass du müde wirst. So, da lege ich jetzt erstmal gleich eine Pause ein. Jetzt erstmal eine Pause ein und geht dann halt in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss.